Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu unserem Online-Weihnachtsgottesdienst. Wir beginnen ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ganz egal, wann und wo Sie diesen vorher aufgezeichneten Gottesdienst anschauen, ob an Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen oder vielleicht erst im neuen Jahr, er bringt uns die frohe Botschaft von Weihnachten nahe. Jesus Christus, unser Heiland, ist geboren. Damit es für uns alle ein rundum schöner Gottesdienst wird, haben verschiedenste Gruppen und Solisten bereits im Vorfeld, natürlich getrennt voneinander, mitgewirkt. Das sind der Posaunenchor Leutershausen, unsere Jugendband, ein Überraschungsensemble aus der Gemeinde und unser Pfarrer im Ruhestand Dr. Rainer Schulz mit Orgelbeiträgen. Auf diese verschiedenen musikalischen Beiträge freuen wir uns schon sehr. Und ich möchte Sie einladen, zu Hause kräftig mitzusingen, weil wir ja das sonst in der Kirche momentan nicht tun dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Musiker für die viele Zeit des Übens und Arrangierens und an alle weiteren Mitwirkenden. Ich wünsche uns eine besinnliche, gesegnete Zeit. Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied. Singt dem Herrn alle Welt. Singt dem Herrn und lobt seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Ihr Völker, bringt da dem Herrn Ehre und Macht. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Geschenke und kommt zu ihm in seine Vorhöfe. Betet an den Herrn in heiligem Schmuck. Es fürchte ihn alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit. Ehre
sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir hören das Weihnachtsevangelium bei Lukas im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie das selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
Und es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde, und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen: Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen gegen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Thank you.
Enttäuschung, liebe Gemeinde, Enttäuschung und Trauer. Ich hatte ja schon damit gerechnet, dass es mit den Weihnachtsgottesdiensten nicht so leicht werden würde. Es schmerzt mich schon sehr, dass wir in den Gottesdiensten der Weihnachtszeit nicht miteinander singen dürfen. Als ich aber davon hörte, dass wir die Christmette in der Nacht nicht mehr gemeinsam feiern könnten, dachte ich mir, wie schade. Mit einem Mal stand mir ganz deutlich vor Augen, es fehlt etwas, wenn aus Weihnachten die Nacht gestrichen wird. Ein Weihnachtslicht kam mir in den Sinn. Dies ist die Nacht, da mir erschienen, des großen Gottes Freundlichkeit. Ich war gerade dabei, meinen Weihnachtsbrief zu schreiben. Die ersten Worte standen schon auf dem Papier. Weihnachten wird anders. Ja, Weihnachten wird anders, wenn mir in meiner Nacht die Freundlichkeit des großen Gottes erscheint. Wenn das Licht ein Geschenk ist für Menschen, die in der Finsternis die Zuversicht verlieren. Die Weihnachtsgeschichte steht auch im Buch Jesaja. Das finde ich spannend, dass wir die Weihnachtsgeschichte eben schon auch im Alten Testament finden. In Jesaja 9, 5 lesen wir, dass ein ganz besonderes Kind für uns geboren wird. Es ist unsere Hoffnung und unser Licht. Diese Weihnachtsgeschichte beginnt mit der Finsternis, mit der Nacht und mit dem Dunkel, in dem die Menschen leben. Sie bringen unglaubliche Kräfte auf und können sich selbst doch nicht helfen. Der erste Vers in Jesaja 9 ist das pure Evangelium, die frohe Botschaft, die in dem Kind in der Krippe Wirklichkeit wird. Das Volk, das im Finstern wandelt, steht da. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Liebe Gemeinde, auch wir erleben ein finsteres Jahr. Ein Jahr, in dem wir erkennen können, dass wir bei allem Großen, das Menschen erreichen, doch begrenzte und endliche Menschen sind. Alle Hoffnungen, die wir an Technik und Entwicklung knüpfen, werden enttäuscht. Auch weil wir Menschen mit Abgründen in Herz und Seele sind, verletzlich und verletzend. Václav Havel sagte das einmal in einer großen Rede. Die Menschen vergessen zu oft, dass sie nicht Gott sind. Und mit diesem Vergessen liegt eine große Finsternis über uns allen. Wie kann man bei so einer tiefen Finsternis Hoffnung und Licht finden? Wie kann es Weihnachten bei uns werden? Hören wir noch einmal auf den Lieddichter. Dies ist die Nacht, da mir erschienen, des großen Gottes Freundlichkeit, das Kind, dem alle Engel dienen, bringt Licht in meine Dunkelheit. In den letzten Tagen habe ich mich gefragt, warum mir ausgerechnet dieses Lied in den Sinn kam. Es gibt ja ein bekannteres Lied und es ist auch noch leichter singbar. Es liegt mir auch noch näher. Es singt auch davon, dass Christus in tiefster Nacht erschienen ist. Aber vielleicht hat es so sein sollen. Der Dichter unseres Liedes ist wohl den wenigsten von uns bekannt. Caspar Friedrich Nachtenhoefer. Er lebte vor über 400 Jahren. Und das war ein finsteres Jahrhundert. 30-jähriger Krieg, Seuchen, Hunger, Armut, Krankheit und Tod. Nachtenhoefer kannte die Finsternis, er kannte sie ganz persönlich. 3 Frauen sind ihm gestorben und 6 seiner 10 Kinder. In so einer Finsternis von Leid und Schmerz und ohne Hoffnung und Aussicht auf Besserung verzweifeln viele. Sie wollen und können nicht weiter. Zu mächtig liegt das Dunkel auf ihnen. Aber der Dichter hier betet an. Er betet an wie die Hirten und die Sterndeuter, die aus der Fremde an die Krippe kommen. Er betet das Kind an, dem die Engel dienen. Und er macht die Erfahrung, dieses Kind bringt Licht in seine Dunkelheit. Lasst euch an Weihnachten nicht von der Finsternis in die Verzweiflung treiben. Schaut nicht mehr ins Dunkel, sucht das Licht, das hell über euch scheint. Nachtenhoefer fordert seine Seele selbst auf. Lass dich erleuchten, meine Seele, versäume nicht den Gnadenschein. Der Glanz in dieser kleinen Höhle streckt sich in alle Welt hinein. Er treibet weg der Höllenmacht, der Sünden und des Kreuzes Nacht. Ob der Dichter es wohl geahnt hat, dass er nicht mehr lange zu leben hat? Man könnte es meinen, denn er hat darum gebeten,
dass dieses Lied zu seiner Beerdigung gesungen werden soll. Ein Jahr später schon war es soweit. Keine Sorge, damit kommt jetzt die Finsternis nicht wieder zurück. Im Gegenteil, das Licht macht seine Zuversicht hell und klar. So singt es die dritte Strophe froh. In diesem Lichte kannst du sehen, das Licht der klaren Seligkeit, wenn Sonne, Mond und Stern vergehen, vielleicht noch in gar kurzer Zeit, wird dieses Licht mit seinem Schein dein Himmel und dein Alles sein. Ich frage mich auch immer wieder, wie Weihnachten ein gelingendes Fest werden kann. Mit Frieden, ja, am besten keinen Streit in der Familie auch, mit Gänsebraten oder Raclette, mit schönen Geschenken und vor allem mit den Menschen um mich herum, die mir so viel bedeuten. Es ist gar nicht so einfach, das alles und noch so viel mehr Erwartungen unter einen Hut zu bringen und nicht zu scheitern. Es ist eine Kunst, Weihnachten zu feiern, eine Weihnachtskunst. Dafür gibt mir Pfarrer Kaspar Friedrich Nachtenhöfer mit der letzten Strophe seines Liedes noch ein Gebet mit auf den Weg. Ein Gebet, das mir die Augen öffnet. Für den, der das Licht in der Finsternis auch meines Lebens ist. Drum, Jesu, schöne Weihnachtssonne, bestrahle mich mit deiner Gunst. Dein Licht sei meine Weihnachtswonne und lehre mich die Weihnachtskunst, wie ich im Lichte wandeln soll und sei des Weihnachtsglanzes voll. Die Weihnachtskunst, die er beschreibt, ist nicht das, was wir an Weihnachten voneinander erwarten. Sie ist nicht Schwibbogen und Kerzenlicht, sondern der Glanz, den Jesus, das Licht von Weihnachten, durch mein Leben und durch euer Leben ausstrahlt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Großer Gott, in der Finsternis und im Dunkel meines Lebens ist mir deine Freundlichkeit erschienen. Das Kind in der Krippe ist der Menschensohn, dem alle Engel dienen. So will auch ich mich vor ihm beugen und ihn anbeten. Sein Licht erhelle meine Dunkelheiten, wie es 100.000 Sonnen nicht vermögen. Sende Jesu Glanz in meine Seele, dass er die Finsternis in mir vertreibe. Dunkle Gedanken sollen in seinem Licht vergehen wie Nebel in der Sonne. Und die Nacht von Sünde und Schuld verziehe sich aus meinem Herzen, dass ich vergeben kann, wie mir vergeben ist. Alle, die heute in Dunkelheit sind, die leiden und traurig sind, erfüllt von Sorgen, die hoffnungslos nicht mehr weiter wissen, der Schein deines klaren Lichtes erhelle sie. Er erhelle alle, die sich heute sorgen vor den dunklen Stunden dieser Nacht. Sei denen nahe, die müde sind und erschöpft, die nicht mehr vertrauen können, die unter Krieg, Hunger und Ungerechtigkeit leiden, für die keiner spricht und eintritt. Dein Licht voller Liebe und Treue trage sie und erfülle sie mit Weihnachtswonne. Erfülle sie mit dem Glanz deiner Weihnacht. Sei bei denen, die Verantwortung tragen, lehre auch sie die Weihnachtskunst, in deinem Licht zu wandeln. Amen.
Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht nun unter dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.